Was geht ab, meine Freunde? Euer Benny hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute war kein Pack Opening, also wer nur einschaltet, um Pack Openings zu sehen, darf direkt wieder wegschalten. Nein, aber heute kommt was Wichtiges und zwar Tipps für Anfänger oder die sich noch nicht so gut in FIFA auskennen. Vielleicht auch für Erfahrene, ich weiß nicht, ich spiele jetzt auf jeden Fall schon ungefähr seit einem Jahr FIFA, hab mir das jetzt hier alles ein bisschen genauer angeguckt und möchte euch ein paar gute Tipps geben, was ihr machen könnt, um gut Coins zu machen. Und am Ende zeige ich euch noch mein Team. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, ja, die Tagesaufgaben und die Wochenaufgaben. Da gibt es echt gute Belohnungen. Hier zum Beispiel, wenn du alle Tagesaufgaben machst, kriegst du vielleicht 2 Bronze-Packs und 1000 Münzen. Ist auf jeden Fall okay. Wenn man Free-to-Play spielt, ist das auf jeden Fall eine gute Summe, wenn man das jeden Tag macht. Und bei Wochenaufgaben kriegst du pro Aufgabe auch 1000 Münzen oder ein 2 Spieler-Set. Also, die sind auch nicht schwer hier. Spiele 5 Online-Saisonpartien. Kaufe 5 Spieler im Wert von 1000 Münzen. Kauft ja bestimmt sowieso, um euer Team zu verbessern. Also, das kann ich euch echt vorschlagen. Und dann natürlich auch die Einsteigeraufgaben, aber die wird wahrscheinlich jeder schaffen. So. Ja. Des Weiteren, die Squad. Ja, nicht Footwork. Footwork kann man mal machen, aber heute nicht. Ja, die Squad-Building-Challenges, ja, die sind auch richtig gut, zwar nicht alle, aufpassen, aber wenn ich euch auch empfehlen kann, die vielleicht keinen so aufgefallen ist, bei der Hurricane SBC, die noch zwei oder drei Tage draußen ist, gibt es eine SBC, da müsst ihr ein Team zusammenbauen mit 67 Bewertungen und 75 Chemie, dann kriegt ihr hier ein elektronisches Spieler-Set. Denkt mal, da werdet ihr alle Spieler im Verein haben und kriegt ein Gratis-Set, ist natürlich schon schlecht. Ist zwar nicht so gut das Pack, aber man hat eine Chance, Ronaldo zu ziehen. Oder ist natürlich cremig, ne? Ja. Auf jeden Fall müsst ihr immer, wenn ihr Spieler zieht, die im Verein behalten, außer ihr habt die natürlich als Duplikat. Dann müsst ihr die natürlich abstoßen. Und wie gesagt, hier, so eine SBC oder die lohnen sich jetzt nicht, meiner Meinung nach. Meeresschrecken und Ultimate Scream. Ja, wir können ja mal gucken, was ich abgeschlossen habe. Hier ein paar Ligen-SBCs lohnen sich auf jeden Fall auch. Ja. Ja, wenn er die Kohle habt, könnt ihr ja auch die SBC machen. Ich kann davon leider nur träumen. Ja, hier zum Beispiel Top-Partien. Kommt heute auch wieder neu raus um 19 Uhr. Mach ich auf jeden Fall wieder mit. Bei Top-Partien gibt es auch immer echt geile Packs. Hier letzte Woche Goldspieler-Set. Also hier, was ist das? 12,5K-Pack, 15K-Pack, ein Silber-Pack, Elektrum-Spieler-Set. Hammer-Packs vielleicht im Wert von 30.000. Der nochmal ein 25k-Pack, also Packs im Wert von 55.000. Und wenn ihr, keine Ahnung, nicht viele Spieler davon habt, müsst ihr vielleicht gerade mal 20k bezahlen und kriegt dafür Packs im Wert von 55k. Das ist natürlich gut. Ja, hier ein paar Halloween-SPCs hier. Die Basis-SPCs sind auch sehr gut. Kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel, ihr gebt jetzt, keine Ahnung, 1 bis 5.000 Münzen aus und kriegt, keine Ahnung, 2 7,5k-Packs und so weiter und so fort. Ist auch echt gut. Oder die fortgeschrittenen SBCs kann ich auch nur jedem empfehlen, der etwas Coins hat. Das kostet etwas mehr, aber da gibt es auch bessere Packs. Ja, aber was ich am allerbesten finde, hier, Squad Battles. Ja, ihr müsst nicht mal gut sein. Ihr müsst nicht mal gut sein. Ich habe auch vor kurzem erfahren, dass ja sehr wenige aktiv jeden Tag Squad Battles zocken. Und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht schlau. Ich kann euch nur empfehlen, so wie ich es mache. Ich spiele meistens so auf Stufe Profi, aber hier bei Squad Battles ist das irgendwie etwas schwerer und ich kann euch nur empfehlen, die Schwierigkeit, also alle Schwierigkeiten auszutesten und die immer auf 5-0 zu spielen, nicht mehr, nicht weniger, da kriegt ihr die meisten Punkte, weil ich habe hier 5-0 auf Amateur steht drauf 650 Punkte, ich spiele 5-0, krieg 802 Punkte, also... Ja, oder 550 Punkte, ich weiß nicht, ich mache das auf jeden Fall mal so. Ich mache hier 3 Spieler auf Amateur, weiß ich, ist irgendwie voll schwer. Und das gleiche ist das Spiel auf Halbprofi. Ja, wie gesagt, ist irgendwie voll schwer eingestellt, ich weiß auch nicht warum. Wäre cool, wenn die Aiders fixt, weil dann gibt's für mich auch mehr Punkte. Würde mir auf jeden Fall nicht schaden. Ja, Freunde, und selbst wenn ihr, keine Ahnung, vielleicht mal ein, zwei Tage keine Zeit habt zum Zocken und auch nur auf Amateur spielt, macht 5-0. Ich kann euch sagen, stellt euch mal vor, ihr kommt jetzt jede Woche in Gold 2, ja? Ihr kriegt allein da schon ein 25k-Pack und ein 15k-Pack und 13.000 Münzen. Überlegt euch mal, FIFA 18 ist jetzt, keine Ahnung, 50 Wochen bestimmt da.
Und 13.000 Münzen, wenn er die jede Woche kriegt, dann wäre er am Ende bei, glaube ich, 650.000 Münzen. Nur durch Squad Battles. Da kann man sich ein gutes Team bauen und dann die Packs noch dazu, kriegt er insgesamt 20.000 bis 30.000 Münzen jede Woche. Also kann ich echt nur jedem empfehlen, hier die Spiele zu machen. Wenn ihr etwas besser seid, wäre noch besser. Ich komme meistens immer so von, ich würde mal sagen, Gold 3 bis Gold 1. Aber ich will diese Woche mal versuchen, Elite 3 zu schaffen. Und falls ich das mal schaffe, kommt ein Pack-Opening von meinen Squad Battle Rewards. Ich denke mal, demnächst müsste auch mal wieder ein Pack-Opening kommen. Ja, FIFA hebt die Spieler auf. Ich habe gerade 331 Spieler in meinem Verein. Davon vielleicht 300 Spieler, die ich für SPCs benutzen kann. Ja, nice. Kann man auf jeden Fall machen. Also hebt euch wirklich die Spieler auf. Ich habe jetzt auch noch ein paar Coins. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Auf jeden Fall habe ich 34.900 Coins. Jetzt zeige ich euch meine beiden Teams. Hier haben wir mein erstes Team. Ich habe zwei Teams mir nämlich gebaut. Englische Liga. Gefällt mir ganz gut. Bloß ich würde gern in der Innenverteidigung noch etwas ändern. Ich würde mir Bailly wünschen und Alderweireld. Da wäre ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Team. Ja, ich denke mal in zwei Wochen spätestens werde ich auch die beiden Innenverteidiger dazu stehen haben, weil ich aktiv Squad Battle zocke. Jetzt war ich in den Ferien, da habe ich noch mehr Zeit. Also, nice. Ja, ich zeige euch mal die einzelnen Spieler hier. Schmeichel, Bellerin, Mustafi, Sanchez, Rose, Wijnaldum, der ist echt gut, kann ich nur jedem empfehlen. 7 bis 8.000 Münzen und der hat einfach 81 Tempo, das finde ich echt krass. Dann haben wir noch Lallana, Bakayoko, Sterling, Sané, Vardy. Die Hälfte des Teams ungefähr habe ich durch den zwei seltene Goldspieler untauschbar SBCs. Aber ich kann sie euch trotzdem nicht empfehlen, weil ich habe davon so viele geöffnet. Hab mir eigentlich ein Walkout erhofft, aber am Ende kam nur Schmeichel, glaube ich, Bellerin, Mustafi, Sanchez und Sterling und das vielleicht bei 200 Spielern. Also lohnt tut sich das trotzdem nicht. Ja, hier noch meine Auswechselbank. Muss ich jetzt unbedingt nicht zeigen. Also ja, jetzt zeige ich euch mein zweites Team, französische Liga. Ja, hier will ich auch noch was verbessern. Jetzt habe ich hier in der rechten Verteidigung noch Thiago Silva hinstellen und im Sturm Kylian Mbappé. Aber da muss ich noch etwas sparen. Ja, beide Diao, Erstbesitzer aus der SBC, die man zu Anfang machen muss. Untauschbar, da gibt es bei der ersten SBC ein Zwei-Spieler-Set, was untauschbar ist, die jeder machen muss. Die habe ich gemacht und habe einfach easy beide Diao Once to Watch bekommen aus dem Pack. Hab mich gefreut, weil ich wollte mir sowieso erstmal französische Liga bauen. Das war jetzt auch mein erstes Team, was ich mir gebaut habe. Ja, hier auswechselbar, da habe ich jetzt nicht viel. Ja, ich zeige schon mal die einzelnen Spieler und die Werte. Ich denke mal, das dürfte man erkennen, so halbwegs. Ja, Leute, ich habe keine Kamera, aber ich verdiene noch kein Geld durch YouTube und ich habe es auch nicht so Dinge, ne? Dann kann ich mir natürlich auch keine Kamera holen. Ich meine, wenn ich irgendwann vielleicht 1000 Abonnenten habe und mir eine Kamera zusammensparen oder dann würde ich auch bessere Qualität machen, aber oder 10.000 Abonnenten, ich weiß ja nicht, wie viel man verdient. Auf jeden Fall, wenn ihr die 100 Abonnenten voll macht, ja, dann gibt es noch einen zweiten Teil von hier, was war das? Das habe ich schon damals gemacht hier, wo ich doch Kommentare vorgelesen habe, also Fragen und Antworten Video, das war's. Dann mache ich wieder ein Fragen und Antworten Video bei 100 Abonnenten. Ich zwinge euch jetzt auch nicht dazu, aber wäre echt cool, weil das wäre echt cool, wenn ich dann die 100 Abonnenten knacken würde. Weil ich weiß auch nicht, so geile Videos und würde mich schon echt freuen, wenn wir die 100 Abonnenten vielleicht in ein paar Monaten voll machen würden. Feder ist, glaube ich, nur auf 25. Ja, Freunde, das war's von dem Video. Ich hoffe, ihr habt ein paar hilfreiche Tipps bekommen von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.